In der vergangenen Woche wurde gewählt. Nun stehen die Ergebnisse der Hochschulwahlen 2019 fest. In der Urabstimmung wird das Busticket mit einer Mehrheit von 66% Ja-Stimmen bestätigt. Das Kulturticket bekommt eine Mehrheit von 82% Ja-Stimmen. Gut ein Viertel der Studierenden haben an der Abstimmung teilgenommen. Die Wahlbeteiligung ist somit ein wenig niedriger als im vergangenen Jahr. Bei den Stupa-Wahlen siegt der ADF und bekommt künftig 23 Sitze. Dahinter folgen die Grüne Hochschulgruppe mit 11 Sitzen und die Jusos mit 8. Die Alternative Linke Liste erhält 6 Sitze, der RCDS 5 und die LHG 3, genau wie der Zusammenschluss aus Nerdcampus und linksliberaler Liste. SRK und die Liste kommen jeweils auf einen Sitz, die Hochschulgruppe der Partei geht leer aus. Somit kann der bisherige Aster aus ADF, RCDS und LHG seine Mehrheit halten. Hier haben wir für euch erste Reaktionen der Listen. Seid ihr mit dem Wahlergebnis zufrieden? Ja, also die liberalen Hochschulgruppen konnten im letzten Wahlkampf oder dank des letzten Wahlkampfes im AStA beweisen, dass sie mit ihren drei Top-Themen Digitalisierung, Selbstbestimmung und Nachhaltigkeit sachorientierte Arbeit leisten können. Und dementsprechend sind wir natürlich auch sehr, sehr zufrieden, dass die Wähler jetzt unsere Arbeit bestätigt haben, aber vor allem auch bestätigt haben, dass wir unsere Impulse, die wir im Wahlkampf jetzt gesendet haben, auch weiter verfolgen sollen. Ja, auf jeden Fall. Also für die ADF war das ein großer Wahlgewinn, denn wir haben die Sitzanzahl gehalten. Dadurch, dass das Stupa aber um 2 Sitze verkleinert wurde, heißt das, dass wir einen großen Zuwachs haben, und ich denke, die Studierenden belohnen uns da bei unserer konzeptionellen Arbeit in den drei Bereichen Digitalisierung, Diversität und Nachhaltigkeit, gerade im Bereich Studium und Lehre. Ja, wir sind natürlich mit diesem Wahlergebnis sehr zufrieden. Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei allen unseren Wählern und Wählerinnen bedanken dafür, dass uns das Vertrauen ausgesprochen wurde, und wir sehen einen klaren Auftrag zur AStA-Bildung. Ja, erstmal ist es für uns natürlich positiv, dass wir einen Sitz dazu gewonnen haben, aber insgesamt ist es natürlich für uns kein schönes Ergebnis, weil wir im Vergleich zu den Vorjahren immer noch ein recht schwaches Ergebnis geholt haben. Was aus unserer Sicht auch schade ist, ist, dass der Mitte-Rechts-Aster seine Mehrheit behalten hat. Wir glauben, dass das für die Studierenden dieser Universität nicht gut ist, weil es weiterhin ein Jahr heißt mit Intransparenz, wenig Veranstaltungen und auch insgesamt einem Aster, der wenig ansprechbar ist. Die jetzige Koalition beibehalten? Es ist auf jeden Fall kein Automatismus, dass wir diese Koalition beibehalten. Wir werden die Ergebnisse Montag in der Gruppensitzung offen diskutieren und werden dann alle Möglichkeiten, die rechnerisch möglich sind, eben durchsprechen. Wir haben uns vorgenommen, prinzipiell mit allen Gruppen zu sprechen, außer mit extremistischen Gruppen, wobei wir da kaum Gruppen ausschließen würden. Von daher sind wir sehr, sehr offen, würden uns aber natürlich sehr freuen, auch wieder im AStA Unipolitik gestalten zu können. Wir werden schauen, ob andere Gruppen überhaupt noch zukommen oder ob wir wieder in die Opposition gehen. Für uns als Jusorische Gruppe ist klar, dass wir, sei es beim Haushaltsplan noch bei allen anderen Sachen, was der AStA macht, uns weiterhin kritisch einbringen werden und dass wir darauf versuchen, Öffentlichkeit zu schaffen, was uns beim AStA dann nicht gut gefällt. Und was sind eure Projekte dann fürs nächste Jahr? Wir möchten auf jeden Fall wieder ein Campusfestival angehen, den Weihnachtsmarkt, dem ZAG, der war auch sehr gut besucht. Und wir möchten wieder viel im Bereich Studium und Lehre machen, gerade im Bereich Digitalisierung. Möchten wir, dass die Dozierenden jetzt die vielen Möglichkeiten, die es da eben gibt, gerade die wir auch angeregt haben durch den Think Tank Digitalisierung, der dann stattfindet, auch nutzen. Und dann möchten wir gerne so eine Art Kommunikationskampagne in die Dozierendenschaft hinein, damit da auch das in der Lehre dann vor Ort ankommt. Also allgemein selbstbestimmteres Studium, Digitalisierung der Lehre ist uns ein Herzensanliegen, das wir auch mit einigen Profs schon abgesprochen haben und da auch von den Profs Impulse bekommen haben. Ansonsten generell Selbstbestimmung, Lernen rund um die Uhr, insbesondere in Stoßzeiten und in Klausurenphasen eben. Und nicht zuletzt vielleicht auch das Sonntagsfrühstück an der Uni, weil wir eben gemerkt haben, dass ganz, ganz viele Studierende auch sonntags in der Bib lernen, aber an der Uni keine Möglichkeit haben zu essen.